Präsident Zelensky ist in Europa unterwegs. Neben der Münchner Sicherheitskonferenz gibt es Treffen mit Präsident Macron in Paris und Kanzler Scholz in Berlin. Worum geht es bei den Treffen und welche Hoffnungen setzt die Ukraine in die Sicherheitskonferenz? Das erfahrt ihr in diesem Ukraine-Update. Dies wird der dritte Besuch des ukrainischen Präsidenten in Deutschland seit Beginn des Krieges sein. Offensichtlich wird er über Sicherheitsgarantien sprechen, die die Ukraine in zweiseitigen Abkommen mit ihren Verbündeten festschreiben will. Das erste solche Dokument wurde im Januar vom britischen Premierminister Rishi Sunak unterschrieben. Kiew wertete dies als positives Signal und zählt nun auf die Unterstützung anderer Länder, vor allem Frankreichs und Deutschlands. Der Besuch von Zelensky wird nicht einfach sein, denn die Deutschen sind immer weniger bereit, die Ukraine zu unterstützen. Das geht aus dem Munich Security Index dieses Jahres hervor, der für die Münchner Sicherheitskonferenz erhoben wurde. Der Umfrage zufolge sind die GegnerInnen von verstärkten Waffenlieferungen heutzutage in der Überzahl. Zelensky teilte mit, dass es ihm bei der Konferenz darum gehe, seine Vision für dieses Jahr und mögliche weitere Perspektiven vorzustellen. Sein Ziel ist es also, die Verbündeten davon zu überzeugen, dass die Unterstützung für die Ukraine nicht vernachlässigt wird. Eine größere Entschlossenheit des Westens wünscht sich auch der Leiter der Münchner Konferenz, Christoph Heusgen. Er hoffe, dass von München das Signal ausgehe. Wir sind nicht müde, das sagte er bereits am Montag in Berlin. Laut Heusgen dürfe das Kalkül Wladimir Putins nicht aufgehen. Putin solle die Deutschen nicht für Weicheier halten. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare.